Zudem werde ich am 24. April bei einem Marathon mitmachen. Das bin ich. Momentan noch. Hi und herzlich willkommen im neuen Video. In diesem Video geht es darum, dass ich dir so ein bisschen ein Update geben will über die Challenge, auch was so in den letzten Tagen, Wochen und Co. passiert ist. Deswegen habe ich mein Handy hier mit am Start, um mir so ein paar Daten auch anzugucken, weil du siehst schon, den Blutzuckersensor trage ich zum Beispiel nicht mehr, aber alle anderen Sachen natürlich. Deswegen schauen wir jetzt mal so ein bisschen rein. Ich gebe dir ein paar Updates und will dir auch einfach mal ein bisschen erzählen, wie es mir geht, beziehungsweise wie es mir so ergangen ist zwischendurch. Wir werden immer mal wieder Dinge einblenden, die ich zwischendurch aufgenommen habe. Dafür erstmal schon mal sorry, dass die Qualität nicht 100% ist, denn ich habe das dann wahrscheinlich mit dem Handy aufgenommen. Aber wir wollen ja so viel aus der Realität einfangen, wie es nur geht. Und deswegen versuchen wir das Ganze so einfach zu halten, beziehungsweise so zu halten, dass ich in jeder Sekunde auch drehbereit bin und deswegen einen Großteil eben mit dem Handy. Wie geht's mir erstmal? Also erstmal geht's mir sehr gut. Muss ich sagen, seitdem ich wieder viel, viel, viel mehr Sport mache, vor allem jetzt diese Ausdauerkomponente reinbringe, muss ich sagen, fühle ich mich deutlich anders. Was auch recht einfach erklärbar ist, weil mein vegetatives Nervensystem einfach lernt gerade anders zu arbeiten. Das heißt, wir haben schon mal ein längeres Video, schau dir das mal an hier oben, über das vegetative Nervensystem, den Sympathikus und den Parasympathikus gemacht. Und bei mir kommt der Parasympathikus jetzt immer mehr raus. Was man auch daran sieht, wenn ich hier so in meine schlaue App reingehe und ich gucke mir den Verlauf der Tage an, beziehungsweise meine Regenerationswerte, ist es im Moment gerne so, dass ganz viele davon sehr, sehr, sehr gut sind. Ne? Kannst du hier nebendran einfach mal schauen, da siehst du, wie so die letzten Wochen bei mir waren. Definitiv besser im Verhältnis als davor, was ja auch logisch ist, weil ich mich gerade einfach sehr, sehr viel bewege und dadurch einen wichtigen Fokus auf mich setze. Und lustig ist es, dass hier sehr, sehr viel grün ist. Das ist jetzt hier vom U-Bahn zum Beispiel. Und das, obwohl ich in dieser Woche fast 100 Kilometer ausdauermäßig quasi zurückgelegt habe, sei es durch Joggen, durch Laufen, durch Radeln. Ne? Das heißt, ich habe ein Rennrad bzw. ein Gravelbike und so eine Kombination aus Rennrad und Mountainbike. Fahre damit viel draußen, aber auch sehr viel drinnen. Das heißt, ich habe so eine Art Rolle hier, auf der ich das Rad drin bewegen kann. Und das ist sehr, sehr schön. Wenn dich dazu mehr interessiert, schreib das gerne mal in die Kommentare. Ich zeige dir jetzt mal einen ganz kleinen Einblick, wie das Ganze so ist. So, auf dem Bike, Test steht an. Wir sind jetzt knapp 15 Minuten Warm-up, 5 Minuten schon drin und ich schwitze. Also ich bin hier auf einem Heimtrainer quasi mit dem Rennrad. Sehr, sehr, sehr geil. Aber der Wind fehlt. Dann bin mal gespannt. Den ganzen Spaß jetzt 1,5 Stunden. Erste Runde fertig. Zweite Runde kommt jetzt. 15 Minuten Warm-up. 30 Minuten Herzfrequenz gesteuert fahren. 141 Puls bis 145. Gar nicht so einfach, das zu halten. 10 Minuten Rest, 110er Puls, glaube ich. Und jetzt wieder 30 Minuten, 141 bis 145er Puls. Und danach 15 Minuten entspannt ausfahren. Das hier ist mein View, wenn ich nach vorne gucke. Pass mal auf. Das sehe ich, das ist nach unten. Die Swift-App aufgebaut auf dem Fernseher und da YouTube-Video. So, Workout durch. Ich muss sagen, ich glaube, es ist eher eine mentale Komponente, weil das komplett neu ist für mich. Kardiovaskulär geht es eigentlich. Es ist einfach sehr, sehr, sehr merkwürdig, vor allem jetzt hier auf dem Trainer, auf dem Kicker zu Hause zu sitzen auf dem Rad, quasi nur auf dem Bildschirm zu gucken. Ist schon noch mal was anderes als draußen zu radeln. Aber ich muss sagen, ich fühle mich echt gut, dass ich es gemacht habe. Ich will nicht sagen, es war kurz davor, dass ich es nicht gemacht habe, das nicht, aber das ist so, ich merke schon extrem, wenn es dann so gegen Abend geht und ich mir vorher sage, so, du machst das Training am Abend, dann kommt manchmal auch so der Gemütlichkeitsfaktor, der Schweinehund und sagt, ja komm, kannst du auch morgen machen.
Aber ich muss sagen, ich bin echt froh, dass ich es gemacht habe und noch 10, 15 Minuten ganz entspannt ausfahren und dann Dusche und Essen. Grundlegend muss man sagen, ich mache momentan so 3 bis 4 Ausdauereinheiten die Woche und ungefähr 3 Krafttrainingseinheiten die Woche. An den Tagen, wo ich Ausdauer mache, das heißt, das ist jede Woche so ein bisschen unterschiedlich. Hängt einfach davon ab, was gerade das Ziel für die Woche ist. Letzte Woche hatte ich zum Beispiel so eine Test-Week, wo ich verschiedene Test-Szenarien durchlaufen bin. Wenn wir diese Test-Week quasi in 2 Monaten nochmal machen, um zu schauen, wie das Ganze sich dann entwickelt hat. Grundlegend ist das was ich noch nie gemacht habe. Das heißt mal so Herzfrequenz-Maximum-Test und auch Watt-Tests auf dem Rad zum Beispiel bei einem gleichbleibenden Rhythmus oder bei einem gleichbleibenden Puls. Und das sind Dinge, die für mich noch sehr, sehr ungewohnt sind. Da finde ich aber rein. Krafttraining ist ja das, was ich eigentlich schon immer mache, was mir sehr, sehr leicht fällt. Und das Lustige, also auch logisch erklärbar eigentlich, das Krafttraining fällt mir deutlich leichter im Moment, aufgrund der Tatsache, dass meine Ausdauer besser wird. Und das ist zum Beispiel etwas, was sich im Krafttraining sehr stark bemerkbar macht, weil ich wirklich sehr wenig Ausdauerkomponenten in den letzten Jahren gemacht habe. Wie fühlt sich das an? Grundlegend muss ich erstmal sagen, sehr, sehr gut. Ich versuche einen Großteil der Ausdauereinheiten morgens zu machen und das ist etwas, was ich dir nur wärmstens ans Herz legen kann, wenn du das umsetzen kannst in deinem Alltag, weil du hast wirklich schon eine sehr, sehr, sehr gute und positive Sache morgens erledigt. Wenn wir mal so zum Gewicht kommen, blende dir mal ein paar Screenshots ein, siehst du, da hat sich noch nicht so viel getan. Was aber auch wieder erklärbar ist, gerade so in den ersten 2 Wochen sollte man sich nicht zu sehr aufs Gewicht fokussieren, weil erstmal kommt mehr Stress dazu. Das heißt, man zieht viel Wasser. So, das ist Punkt 1. Das heißt, gleichzeitig ziehe ich mehr Wasser, obwohl ich vielleicht Fett verliere. Das heißt, das Gewicht auf der Waage bleibt erstmal gleich. Vom Spiegel her muss ich sagen, fühle ich mich schon deutlich besser. Wir machen ja so einmal im Monat ein Update, damit ihr auch seht ganz genau, was sich verändert. Grundlegend, was auch dazu kommt, wenn du mehr Sport machst, nimmst du Muskelmasse zu. Das heißt, Muskelmasse ist von der Menge her im Verhältnis zu Fett was ganz anderes. Wenn du 1 Kilo Muskelmasse hier hinlegen würdest, wäre das vielleicht irgendwie so viel. Also 1 Kilo Fleisch, 1 Kilo Hühnchen zum Beispiel legst du dir einfach hin, das ist so viel. Und 1 Kilo Fett ist so viel. Also jetzt nur exemplarisch, ne? Aber Fett hat eine komplett andere Masse bei dem gleichen Gewicht. Das heißt, das ist ein wichtiger Faktor, der natürlich noch dazu kommt, weswegen in den ersten Wochen man das Gewicht nicht zu überinterpretieren sollte. Was ich deutlich merke, ist, dass ich mehr Kohlenhydrate brauche, weil ich schon merke, dass ich gerade am Anfang in so einer Art, ich will jetzt nicht sagen Energieloch, aber ich habe schon gemerkt, irgendwie die Energie war recht schnell weg und das ist einer der Gründe, warum ich jetzt für diese und nächste Woche mal ein bisschen tracken möchte, was das Essen angeht, um zu gucken, wo ich mich momentan befinde, um dir dann auch logisch zu erklären, wie man an so eine Challenge oder auch an das Thema Abnehmen logisch herantreten kann. Das heißt, was für Kalorien machen vielleicht Sinn, was für Makronährstoffe machen Sinn. Für viele Leute macht es natürlich keinen Sinn, das dauerhaft zu tracken, das mache auch ich nicht. Aber es macht durchaus Sinn, das mal ab und an zu machen, um zu gucken, ob man noch so einigermaßen on track ist. Irgendwann macht man das so im Kopf ungefähr. Aber grundlegend, für mich ist das jetzt einfach nochmal wichtig, um zu schauen, wie ich mich da befinde, beziehungsweise wie gut ich auf diesem Weg bin, weil ich halt auch einfach jemand bin, der sehr gerne isst. Vor allem habe ich ja, wie du kennst, eine Schwäche zu Nussmus und das hat zum Beispiel sehr viele Kalorien. Das habe ich schon drastisch eingeschränkt, aber drastisch ist natürlich auch eine subjektive Definitionssache, muss man sagen. Und ansonsten fühle ich mich sehr gut. Also ich kann eigentlich gar nicht sagen, dass irgendetwas schlecht. Ich hatte so in den ersten Tagen ein bisschen Struggle, das Ganze anzuwenden, zu priorisieren, aber ich bin dazu übergegangen, das wirklich mir in den Kalender einzutragen. Das heißt, ich mache am Ende jeder Woche, an einem Sonntag normalerweise, plane ich dann die Woche danach, schaue, was steht an, wie kann ich das mit der Arbeit und Co. unter den Hut bringen, wann muss ich vor allem richtig früh aufstehen, um die Sachen morgens zu machen. So, letzten Meter, erste Mal 1 Stunde durchgelaufen und bei Minute 53 oder 45 oder so
Akku von meiner Tracking-Uhr leer gegangen. Das sind so typische Fehler. Das passiert einem auch nur einmal. Aber war jetzt gar nicht so schwierig. Auch wenn meine Herzfrequenz viel zu hoch geht. Aber fühlt sich gut an. Bin gespannt, wie sich verbessert. Und deswegen war auch der Schritt, sich diese Rolle für den Keller zum Beispiel für das Fahrrad zu holen, damit ich eben nicht an die Bedingungen draußen mich anpassen muss, weil wenn es dann regnet und du fährst dann 2 Stunden Rad draußen, ist irgendwie so semi. Macht zwar für kurze Strecken und so Spaß, aber auf lange Sicht gesehen ist das immer so, ja, nicht ganz so geil. Und ansonsten, wir haben natürlich abstimmen lassen. Wir blenden dir das hier nochmal an der Seite ein und zeigen dir, welche 4 Namen wir letzten Endes oder auch ihr favorisiert habt und wie die Abstimmung dann letzten Endes ausgegangen ist. Und nochmal so ein ganz kurzer Abschnitt über das Thema Zielsetzung, beziehungsweise was ist denn jetzt das genaue Ziel? Ich habe da selber extrem lange und viel drüber nachgedacht. Grundlegend ist dieser Marathon natürlich etwas, was ein super, super Ziel ist, um das Ganze durchzuziehen. Aber ich muss sagen, das Allerwichtigste ist mir natürlich das Thema Gesundheit, gesund und fit zu sein. Marathon ist ein sehr, sehr, sehr schöner, messbarer Punkt, beziehungsweise ein, naja, sagen wir, ein Outcome, auf dem man hintrainieren muss. Und das ist definitiv auch das Ziel für Ende April in Hamburg dann. Und deswegen habe ich mich auch angemeldet. Das heißt, das ist nochmal so das Commitment, das dann auch wirklich durchzuziehen. Mir ist da keine Zeit wichtig oder irgendeine eine bestimmte Hürde oder irgendetwas, was ich dort erreichen möchte. Ich möchte das Allerbeste bis dahin rausholen. Und das ist eben auch das, warum wir gesagt haben, wir machen das, um dich mitzunehmen. Und das Feedback unter dem letzten Video war ja wirklich super von euch. Klar, es war, glaube ich, 1 oder 2 Kommentare dabei, die so ein bisschen darauf eingegangen sind und sagen so, warum braucht man eine Challenge dafür? Absolut, bin ich absolut bei dir. Grundlegend braucht man für sowas natürlich keine Challenge. Auch ich lebe den ganzen oder das ganze Jahr über so gut im Thema Gesundheit drin und auch ich habe sehr, sehr viel Sport vorher gemacht. Aber eben dieses Thema Ausdauer nie gemacht. Und für mich ist das jetzt, geht es in der Challenge eigentlich nicht darum, primär Gewicht zu verlieren. Ja, das hat sich in den letzten Monaten so ein bisschen angehäuft. Das ist was, womit ich mich gar nicht gut fühle. Das wäre, könnte man jetzt aber auch einfach nur mit dem Faktor Krafttraining wieder und Ernährung in den Griff bekommen. Das wäre jetzt nicht das Problem, dafür bräuchte es keine Challenge. Aber ich finde, diese Challenge ist einfach sehr, sehr schön, um in der momentanen Situation auch auf die ganzen präventiven Dinge von unserer Pandemie, von Corona und Co. aufmerksam zu machen. Denn wir können sehr, sehr viele Dinge bei uns selber machen, sehr viele Dinge bei uns selber umsetzen. Und ja, brauchst du eine Challenge für sowas? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber es ist für viele einfacher umzusetzen, wenn wir etwas haben, auf das wir uns wirklich fokussieren und ein wirkliches Ziel vor Augen setzen. Das ist so, wenn du dir große Unternehmer anguckst oder große Firmen auch anschauen, da ist es so, dass es Ziele gibt, die erfüllt werden sollen. Ob man das dann jetzt Challenge nennt oder wie man das letzten Endes auch nennt, ist ja dann wieder jedem selber überlassen. Aber ich bin trotzdem ein großer Fan davon, sich ein Ziel zu setzen und das Ganze eben auch so zu machen, dass es smart ist. Auch dazu haben wir schon ein Video gemacht, verlinken wir dir mal in der Beschreibung. Wie setzt man sich so ein Ziel? Was für eine Zielsetzung macht überhaupt Sinn? Einen wunderschönen guten Morgen, es ist Dienstag. Wie ihr seht, ist es kalt und gut am Regnen. Nichtsdestotrotz stand auf dem Plan laufen gehen. War nur 20 Minuten, aber es ist echt gut eklig. Wobei ich zugeben muss, gerade wenn es so eklig ist, ist der Fokus irgendwie noch besser. Vor allem, ich bin jetzt das erste Mal richtig mit kurzen Beinen gelaufen, sonst immer mit einer großen, langen Leggings. Hat aber so fast deutlich besser funktioniert. Ich muss auch sagen, ich bin schon jemand, ich kann eigentlich immer mit kurzer Hose rumlaufen, egal wie kalt es ist. Aber Hände, Kopf und so, das darf auf keinen Fall kalt sein. Und jetzt gibt es erstmal was zu essen. Eine Frage, die sehr, sehr, sehr häufig gekommen ist, wie wir das Ganze jetzt angehen, beziehungsweise wie so die Planung dahinter ist. Und da kann ich dir als allererstes sagen, das Thema Marathon ist jetzt zum Beispiel nicht meine Expertise, auch das Thema Ausdauertraining, Ernährung ja, Gewichtsabnahme ja, Krafttraining, funktionelles Krafttraining, alles absolut ja. So im Wohnzimmer auf der Couch, sich selber mal kurz einen Zugang. Das
Ist eigentlich vollkommen hängen geblieben, ne? Aber das für das Thema Ausdauer im Allgemeinen habe ich mir jetzt jemanden dazugeholt. Und da kam eben die Frage sehr, sehr häufig, warum machst du das nicht selber? Und ich bin mir ganz sicher, dass diese Frage auch sehr häufig in Zukunft kommen wird. Und deswegen lass mich noch mal kurz dazu etwas sagen. Ich bin ein sehr, sehr großer Freund, Dinge outzusourcen, wenn man sie outsourcen kann. Betonung liegt auf, wenn man sie outsourcen kann. Und ja, ich kenne mich mit dem Thema Gesundheit wahrscheinlich ganz gut aus. Grundlegend muss man aber sagen, ist es bei sich selber anzuwenden immer noch etwas anderes. Und ich möchte, dass diese Challenge für mich nicht in Arbeit ausartet. Sie ist schon Arbeit genug, weil wir alles versuchen zu dokumentieren, weil ich so viele Daten sammle, wie es nur geht, weil ich die Dinge natürlich auch umsetze, die ich mir dann vornehme und weil ich den ganzen Sport ja auch implementiere. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass ich das nicht selber plane, weil dann würde das erstens für mich noch mehr Arbeit oder Aufwand bedeuten, sondern ich möchte jemanden, der das für mich plant und der mich dabei eben unterstützt. Und deswegen habe ich mir gerade für das Thema Ausdauer einen Coach gesucht, der auch Arzt ist, by the way, aber eben auch Sportwissenschaftler und sehr, sehr, sehr viele Menschen betreut, selber schon Ironman gelaufen ist und eben Menschen dabei unterstützt, gesund zu sein. Das Thema Ausdauer ganz, ganz, ganz stark priorisiert, auch viel, viel mit Leistungssportlern zusammenarbeitet. Und deswegen ist das einfach jemand, dem ich da maximal in diesem Bereich vertraue. Und deswegen ganz wichtig an dieser Stelle für dich zu verstehen, wenn du ein Ziel hast und du hast die finanzielle Freiheit oder auch die Möglichkeit, dir jemanden dazu zu holen, der dich unterstützt, dann kann ich das nur wärmstens empfehlen. Und das ist ja auch die Idee unter anderem hinter diesen Videos, dass du siehst, was macht man, wie kann ich es implementieren. Und deswegen nehmen wir dich mit, weil ich ja weiß, dass auch nicht jeder sich das auf Dauer leisten kann, einen 24/7 Coach an der Seite zu haben, der dich eben unterstützt. Aber das ist ganz wichtig. Golo heißt er. Golo und ich planen, beziehungsweise Golo plant mein ganzes Ausdauertraining und Co. Gerade Ernährung habe ich sehr, sehr viel Freiheit. Auch Krafttraining habe ich sehr, sehr, sehr viel Freiheit, weil das natürlich auch irgendwo mit zu meiner Expertise gehört. Aber grundlegend ist es auch ein sehr gutes Gefühl, jemanden im Hintergrund zu haben, der mir sagt, mach das und das. Und ich als Athlet in diesem Fall muss nur ausführen, weil dann macht das Ganze einem selber nochmal viel, viel, viel mehr Spaß. Wenn es jetzt nur um 10 Kilo abnehmen gehen würde, dann wäre das was vollkommen anderes. Aber deswegen Zielmarathon für mich nochmal etwas, was einfach auf meiner Liste zum Abhaken steht. Deswegen habe ich mir jemand ganz Besonderen mit ins Boot geholt. So viel erstmal zu dem Thema. Mir geht's super. Ich bin gespannt, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt. Ich muss noch so ein bisschen dazu kommen, mehr aus dem Alltag zu filmen. Das heißt, die ganze Zeit die Kamera drauf zu halten. Und ansonsten gerne in die Kommentare, wenn du Fragen hast. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.